Hallo ihr Lieben, nachdem jetzt alle immer posten und filmen, wenn sie schöne Freupakete kriegen, habe ich gedacht, ich reihe mich ein und erzähle euch mal von meinem Freupaket. Also, heute ist man sieht schon, ein Freupaket gekommen, eine runde Rolle, und wer mich kennt oder, naja, wer eigentlich Bescheid weiß, weiß, ich bestelle eigentlich immer nur bei Evermoment oder in Deutschland bei Diamond Painting Deutschland, weil ich einfach von der Qualität total überzeugt bin. Während ich hier so vor mich hin erzähle, mache ich das Ding schon mal auf. Evermoment kommt aus China und hat eigentlich eine super Qualität. Wir gucken jetzt mal hier durch und ich versuche mal derweil dieses wirklich schöne Paket hier aufzupacken, was immer ein bisschen schwierig ist, aber es soll ja sicher ankommen. So, die Schere hier. Evermoment sind immer tolle Pakete, einfach immer klasse. Und ich liebe ja diese Farbe, ich liebe ja Lila, ich bin ja der totale Lila-Freak. Und allein deswegen lohnt es sich schon, wenn man das Ganze hier so andächtig öffnet. Ich habe von Evermoment schon mal ein Bild bekommen. Das ist ein personalisiertes mit zwei Falken drauf. Das zeige ich irgendwann auch mal, wenn es fertig ist. Da habe ich aber noch kein Unpacking von gemacht. Das hier ist mein erstes Unpacking. So, wie wir sehen, sehen wir einen lila Karton. Und ich glaube, ich muss hier mal noch aufmachen. Also wirklich, da kann man nicht meckern, der Versand ist 1A und kommt auch wirklich immer ganz sicher an. Na komm schon. Mal, diesmal sind beide Seiten ganz geblieben. Evermoment, jetzt tun wir mal weg. Evermoment, immer hier. Schön. Verschluss. Ist das nicht geil? Sieht das nicht gut aus? Ach ne, den Schleifchen lassen wir jetzt mal drum. Das ist ja einfach wunderschön. Ja, und dann schauen wir mal. Man sieht hier also noch nicht genau, was drin ist. Ich glaube, ich weiß aber, was drin ist. Ja. Ich habe nämlich diesmal einen Phönix bestellt. Ups, hier kommen die ganzen Steinchen. Und Toolkit. Gut. Toolkit von Evermoment, einfach immer klasse. Jede Menge Bags. Und die sind richtig gut, die Bags, die sind wirklich richtig, richtig gut, weil die sehr feste sind. Also das sind nicht immer nur so, die sind zwar etwas kleiner, dafür kann man sie aber hier direkt beschriften. Und ja, reichen auf jeden Fall aus. Also kann man nicht meckern, einfach toll. Dann hat Evermoment immer Washi-Tape dabei, finde ich auch total super. Washi-Tape nimmt man für rechts und links an den Bildern. Wenn man die abzieht, die Folie, dann sind die Ränder natürlich auch beklebt und da nimmt man dieses Washi-Tape, dann bleibt man mit dem Arm nicht immer hängen. Evermoment hat auch ganz tolle Toolkits, da kann man auch überhaupt nichts zu sagen. Und hier zeige ich euch heute mit dem weißen Schiffchen und einer wunderschönen spitzen Pinzette, die wirklich richtig cool ist, ich aber nicht aufkriege. Doch. Die ist also wirklich richtig cool und auch sehr spitz. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen den Schutz immer drauf machen, gerade wenn Kinder im Haushalt sind oder so. Die ist auch sehr stabil, die Pinzette, also die ist wirklich klasse. Dann haben wir hier unseren Stift mit den zwei Fingergummis, nenne ich sie immer. Also ich selber nutze ja meinen, den zeige ich euch auch mal. Ich habe ja einen neuen Stift bekommen. Da habe ich mir den extra machen lassen. Da bin ich total stolz drauf. In lila natürlich, was auch sonst, ist ja klar. Und den habe ich mir, das Handmade Stift, den könnte ich euch verlinken unten. Ich habe
den über Etsy und die ist aber auch in Facebook, die liebe Carol. Und kann man verschiedene, ja, Designs machen lassen. Es gibt die auch hier mit mehreren, ich sag jetzt mal, Haltern oder Knubbel oder wie auch immer, aber mir gefiel das hier ganz gut und ich habe gedacht, ja, Lila sowieso favorisierend, also von dem her, beides lässt sich hier rausmachen. Also geliefert wird es entweder mit zwei von den Dingern oder man kann hier oben auch sagen, ich möchte gerne einen Dreier, einen Vierer, einen Fünfer, muss man gucken, was man will. Also ich habe die Dinger hier, zuhauf zu Hause und von dem her habe ich mal zwei Spitzen genommen. Ja, also deswegen kommt das hier für mich nicht so in Frage. Den tun wir mal wieder weg. Hab ich den hier? Das kommt für mich nicht so in Frage. Aber trotzdem, man kann ja diese Spitzen hier, die kann man rausmachen und hier oben die. Die finde ich übrigens total gut, weil die von der Griffigkeit sind die super. Hier, die hier sind etwas breiter im Schlitz. Könnt ihr mal schauen. Da seht ihr auch den Vergleich. Und da ist ein bisschen schwieriger, die aufzunehmen. Und also man muss schon ordentlich Wachs hier reintun, damit man das. Aber es geht, es funktioniert. Also von dem her, das hier ist, glaube ich, jetzt ein Zweier. Oder ein Dreier. Ich glaube ein Dreier. Und hier können ein Fünfer sein. Egal. Evermoment ganz toll. Hier dieses Döschen, was ich grundsätzlich nie aufkriege. Trotzdem schön finde, weil hier sind die Wachsplättchen drin. Und meistens wird immer nur standardmäßig kommen immer nur die Wachsplättchen so. Und Evermoment hat aber diese, ja, Döschen hier, diese. Finde ich schon cool, finde ich schön. Ja, dann unser Schiffchen. Kann man noch sagen, Schiffchen unten, die sind also nicht ganz so billig, sondern die sind hier unten auch ein kleines bisschen geriffelt, sodass sie also nicht massiv hin und her rutschen. Ja, also Standard-Toolkit in Anführungsstrichen. Ich würde mal sagen, schon ein bisschen ein gehobeneres Toolkit. Und für jemand, der neu Diamond Painting macht, der kann direkt loslegen und hat auch direkt schon eine Pinzette dabei. Die ist nämlich auch bei anderen nicht unbedingt immer mit dabei. Also das ist schon, ja, schon ein großer Pluspunkt. So, räumen wir weg. Kommen wir zu den Steinen. Hier haben wir jetzt nur zwei. Und Evermoment finde ich total klasse. Die schreiben immer eins. Eins von zwei, zwei von zwei. Oder ich habe hier hinten zum Beispiel von beiden Falten. Da haben wir dann bis vier. Und ich für meine Begriffe lasse die immer hier drin in den Tütchen, solange bis ich sie brauche. Und wenn ich painte, zeige ich euch mal. Finde ich immer ganz toll. Ich liebe diese Einzeldosen hier, weil die sind zu viert. Man kann die einzeln aufmachen und kann dann die Tütchen reinfüllen. Und ich umgehe halt eben so, dass mir die Steine immer um die Ohren fliegen und ich die aber alle irgendwo reintun muss. Und ich finde dieses, ja, System eigentlich total super. Ich habe auch diese Tic-Tac-Dosen, komme ich nicht so gut klar mit. Wenn ich die hier nehme, kann ich einfach das, was ich brauche, und kippe das dann in so ein Schiffchen rein. Ich habe hier zum Beispiel zwei verschiedene Schiffchen, die sind übrigens selbst gemacht. Reinkippen. Und dann komme ich hiermit einfach am besten klar. Und unabhängig davon auch, die sind schön mit Rand hier. Gibt es mittlerweile auch, die Pichu macht zum Beispiel dieses Schiffchen oder Diamond Painting. Ich glaube, Diamond Painting mit Herz hat auch dieses Schiffchen. Muss ich jetzt mal nachgucken. Auf jeden Fall sind die ganz toll, weil die kann man gut ausschütten. Meistens geht auch kein Steinchen daneben, nur ab und zu mal. Und dann kann man die nachher wieder schön zurückfüllen und kann sein Ding wieder zumachen und hier reinstellen. Und ich bin damit total zufrieden. Also ich finde die besser als die Tic-Tac-Dosen. Aber hier sind dann noch welche drin, ja, genau. So viel zum Thema, man kann es zurück. Ja, manchmal bleiben ein, zwei Stück hängen. Das kennt ja jeder. Gut, das zu meinem System, womit ich gerne arbeite. Tun wir auch mal wieder weg. Kommen wir jetzt zu den Farben. Farben sind hier sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Also die sind schon irgendwie
ziemlich knallig, wenn ich sie dann aufkriege. Eckig natürlich, Evermoment hat eigentlich nur eckig. Also ich wüsste, mir ist noch kein rundes begegnet und ich glaube, Evermoment macht auch gar keine Runden. Wir haben hier ein schönes Pink. Aber mir fällt gerade ein, wo ist denn meine Legende? Ich ziehe schon mal hier die Leinwand raus, denn irgendwo muss er hier auf. Ja, da kommen sie auf die Legende sein. Wir haben 38 Farben. Sehr schön. Hier, Statement of Diamonds we are using. Evermoment nimmt eigentlich nur Harzsteine. Hier wird auch nochmal schön der Unterschied zwischen Harzdiamanten und Acryldiamanten erzählt. Könnt ihr euch wirklich mal in Ruhe durchlesen, ist interessant und man weiß auch, warum Harzsteine eigentlich schöner sind als die Acrylsteine, weil bei Harzsteinen haben wir also keine Lufteinschlüsse. Wir haben zwar ab und zu Nasen, kommt einfach bei Harzsteinen schon mal vor, aber im Gegensatz zu Acrylsteinen haben sie halt mehr Glanz und ich verarbeite eigentlich am allerliebsten Harzsteine. Ich finde die von der Qualität total super. Dann haben wir hier, thanks so much for purchasing. Ja. Und hier haben wir unsere Legende. Und somit seht ihr auch jetzt, welches Objekt ich mir bestellt habe. Nämlich einen Phönix, der aus dem Wasser steigt. Phönix diesmal nicht aus der Asche, sondern aus dem Wasser. Aber egal. Ich fand den total schön und ich stehe auf Vögel generell. Oh, hier haben wir einen Stein. Ich stehe auf Federviecher, aus welchen Gründen auch immer. Und von dem her gesehen, gut, wir haben 38 Steine, also 38 Steine. Ist schon viel für so ein Bild, aber okay. Ich meine, wir anderen, wir legen ja auch schon mal, wer Josephine Boll schon mal legt, der weiß, da sind wir bei deutlich mehr Steinen. In verschiedenen Farben, von dem hier gesehen ist das hier eigentlich. Wobei ich sagen muss, also ich persönlich mache auch jetzt mittlerweile am liebsten so zwischendurch, okay, auch schon mal Josephine Boll mit ganz vielen Steinen, aber am entspanntesten paintet sich wirklich zwischen, alles zwischen, ich sag jetzt mal 40 und 100 Farben sind super, oder sagen wir mal 30 und 100 Farben. Bei den kleinen Bildern, okay, da kommt man auch schon mal mit 25 aus, aber wenn man wirklich gute Qualität haben will und ein Bild, was relativ klar ist, dann würde ich auch auf jeden Fall immer, also bei 30 würde ich anfangen mit 30 Steinen. So, wir schauen mal durch hier. Es wird eigentlich sortiert hier nach Nummer. Mal schauen. Oder ist hier alles komplett gut gemixt? 310. Ne, also die sind alle gemixt. Hier haben wir dann schon vier farbenen Ton. 3836. Und von der steinischen Qualität hier kann man nichts sagen. Also die sind total super, da sind kaum Nasen dran. Also hier und da noch vereinzelt eine Nase. Aber die sind wirklich gut. Hier haben wir mal eine ganz knallige Farbe. Eieiei. 947, das ist ja ein richtig kräftiges Orange. Richtig, richtig kräftig. Dann was haben wir hier? 3776. Ui, die ist aber auch kräftig. Das ist ein. Ach, das ist natürlich ganz toll von Evermoment. Wir wissen also, es ist nicht die 999, sondern es ist jetzt hier die 666, weil hier ist der Pfeil, der uns das also definitiv sagt. Und deswegen ist da eine Verwechslung auch ziemlich ausgeschlossen. Knalliges Rot, wirklich knalliges Rot. Hier haben wir noch ein schönes Lila, schönes dunkles Lila. Ein Weinrot hier, auch anders, ist also in Weiß vorne, seht ihr den Unterschied, aber hier wird von einer anderen Charge sein. Aber nichtsdestotrotz sind auch hier die Steine total klasse, kann man auch gar nichts zu sagen, das ist richtig gut. Ei, was ein kräftiges Pink. Also das ganze Bild scheint ziemlich in Pink und Rot und Lila
Also sehr ein quietschiges Bild, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich liebe ja quietschige Farben. Und die Falten im Moment sind so ein bisschen sehr dezent mit so ganz viel, zeige ich euch noch hier, ganz viel Grau und so, ja, ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht so quietschige Farben. Von dem her ist ja da hier eine extreme Abwechslung, würde ich sagen. Ja, die sehen auch ziemlich identisch aus. Hier haben wir auch mal die kleineren Packungen. Die Heidi hat schon 100-mal gesagt und auch die Janine und ich kann es mir einfach immer nicht merken, wie viel in den kleinen drin ist. Ich glaube in den kleinen 200, in den großen 500, aber ich müsste jetzt echt nochmal, ich muss nochmal nachfragen, aber ich glaube es war so in den kleinen 200, in den großen 500. Das ist übrigens mein Painting-Hund. Mein kleiner Tacko, dem es heute nicht so gut geht, weil er ist gestern an den Zähnen operiert worden. Und da darf er sich heute ausruhen und Frauchen hat noch mehr Zeit zum Painten und muss nicht spazieren gehen. So. Einmal kann ich euch mal zeigen. Habe ich nicht irgendwie eine Nummer? Ich nehme den anderen ab. Was? Nee. War das jetzt hier drin? Also auf jeden Fall Steine top. Aber gut, ich meine, ich kenne die Qualität und deswegen habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Ich könnte euch aber gleich auch mal ein Tütchen aufmachen. Dann könnten wir die Steine genau betrachten. So. Das geht dann wieder zu. Eieiei. So, was geht's jetzt zu? Ja, jetzt geht's wieder zu. Ja, dann können wir uns gleich mal die Liste nehmen. Ja, theoretisch gesehen müsste ich jetzt eigentlich die ganzen Steine, müsste ich theoretisch gesehen eigentlich erst einmal durchzählen. Leider steht mir hier. Und zwar bei Evermoment ist in der Regel so, wir haben zwei Kontrolleure, was uns hier oben die Stempel auch sagen. Wir haben hier die Symbole. Die Symbole sind eigentlich hier sehr gut zu unterscheiden und auch sehr gut zu erkennen. Hier stehen die DMC-Nummern und hier ist die Anzahl der vorhandenen Steine. Also das, was sein müsste. Jetzt können wir mal eben gucken, ob alle Nummern da sind. Ja, obwohl, das kann ich auch ohne euch machen. Also ich habe bei Evermoment eigentlich noch nie erlebt, dass ich die, dass die Steine nicht alle da waren oder Farben fehlten. Selbst wenn, kann man bei denen also wunderbar auch anschreiben, E-Mail schreiben und Steine nachfordern. Das ist also auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich sehe hier zum Beispiel, die Nummer 150 ist da. Da brauchen wir nur 796, 246. Müsste es ja von der 150, wenn denn 200 oder sind es 400? 4, 6, 8? Dann müsste es. Nee. Also, ich weiß es einfach immer nicht. Wie viel hätten wir dann von der 814? 2000. Also es müssen mehr drin sein, weil sonst würde das nicht passen. 500? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Evermoment immer genügend Steine dabei. Und hier könnten 300 drin sein. Sind in den Tüten 300, 3, 6, 9. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich muss mich da nochmal belesen. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist jedes Mal dasselbe Spiel. Gut. So, wichtig, jetzt Leinwand. Qualität von Evermoment eigentlich immer klassisch, muss man hier umbauen. Ich weiß gar nicht, wie groß dieses Bild ist, ehrlich gesagt.
jetzt hier irgendwo. So, ich habe jetzt interessanterweise, ich bin ja ein heller Kopf, habe ich gefunden. Ich habe es mir nämlich mal irgendwo in einem Video mitgeschrieben. Also in einem kleinen Pack, in dem hier. In dem kleinen Pack sind 200. In dem mittleren Pack sind 500 und in dem großen Pack sind 1000. Das heißt also, hier drin wären 1000. Wie hier. Dann hätten wir bei der 814, nur mal eben gerade gucken, wir brauchen 2625, 1, 2, 3, wir haben 4000, also mehr als genug. Das ist, warum ich sage, dass Evermoment eigentlich immer zu viele mitgibt. Was haben wir denn hier? 3822, 3822, brauchen wir 365, wir haben 1000, also mehr als genug. Aber bei dem... Bei der 150 muss ich jetzt doch mal gucken, wenn das hier 2, 4, 6, dann hätten wir ja nur 600. Das wäre ja vielleicht... Ah! Also wir haben 1600 und brauchen 796. Wir kommen also auf jeden Fall klar und können zwei Tüten auf den Boden schmeißen. Ich wollte doch sagen mal. Also das hätte mich jetzt doch sehr gewundert bei Evermoment. So. Die können wir wieder zurück tun. Wunderbar, haben wir geregelt. Den Rest packe ich, mache ich vielleicht mal wegsortieren. Aber brauche ich euch ja jetzt nicht alles zu zeigen. So, was ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht habe, wo ich eben gerade erstmal gucken musste, weil da wissen wir ja doch mit den Steinen keine Ruhe, habe ich mir die Leinwand hier und habe, also ich persönlich, bei Evermoment mache ich es immer so, durch den Flug, durch den großen Transport, durch die langen, manchmal, also dieses Paket hat jetzt gedauert 17 Tage. Es kommt durch den Flug schon mal vor, gerade, also wir haben hier eine super gute Folie, also wir haben eine wirklich gute, ja, also mit Flüssigkleber drauf. Ist es Flüssigkleber? Oder ist der Flüssigkleber jetzt bei der Klarsichtfolie? Oh, auch das weiß ich immer nicht, obwohl ich schon 100 Unpackings gesehen habe. Man möge es mir verzeihen, ich weiß auf jeden Fall, dass der Kleber hier total klasse ist, aber ab und zu durch den Transport kommt es schon mal vor, wenn man das hier abzieht, dass sich das hier mit ablöst. Und zwar ist das eigentlich genau das, was auf der Leinwand immer kleben soll. Egal welches Bild ich von wo kriege, vor allen Dingen, wenn es so einen langen Transportweg hat, nehme ich immer meine Rolle und fahre einmal ganz fest hier drüber. So, dann weiß ich nämlich auf jeden Fall gerade an den Kanten, dann weiß ich nämlich auf jeden Fall, wenn ich es abziehe, bleibt es drauf. Also bleibt der Kleber auf der Leinwand. Ich mache es jetzt hier mal ab und ihr könnt es jetzt auch ganz gut sehen. Wir haben also hier eine ganz tolle Leinwand, die auch sehr also fest ist und sich irgendwie auch so ein bisschen anfühlt wie, ja, also wie wirklich so ein ganz festes Tuch. Und wenn ihr zum Beispiel mal hier schaut, da haben wir so, hier, da Kameramann, genau, hier haben wir so ein paar, wie so Luftbläschen, das aber keine Luftbläschen sind. Das kommt ganz häufig durch diesen langen Transport, wenn die Rolle sehr lange geknickt ist. Ihr seht jetzt auch, ich kann die hier mit dem Finger praktisch so unten wegtun. Und ich empfehle immer, oder ich würde empfehlen, so mache ich es immer, ich lasse dieses Bild immer ein kleines bisschen liegen. Es soll sich akklimatisieren und manchmal hänge ich es auch einfach hin, so dass es praktisch, ja, sich erstmal an die Temperatur oder praktisch im ausgelegten Zustand aufhängen, dann kann es sich aushängen. Und diese Dinger werden hier weggehen. Ansonsten vom Druck hier, seht ihr mal, die Symbole sind kristallklar zu erkennen. Das ist also wirklich toll. Also, da kann man nicht meckern. Das ist einfach wirklich klasse. Da kann man wirklich überhaupt nichts zu sagen. Und dieses Washi-Tape, das mitgeschickt wurde, zeige ich euch gerade nochmal, dieses hier, diese kleine Rolle, das klebt man hier neben an diesen Rand, weil der hier doch auch pappt. Bringt uns zu Klebekraft. Klebekraft, ihr hört es, einfach klasse. Also ich kann es wirklich sogar hier richtig hochheben, von dem her gesehen. Gucken wir uns mal noch die obere Ecke an. Ja, warte, wir machen mal noch die obere Ecke. Ich drehe es euch mal um.
eigentlich eine schöne Größe, weil man hat jetzt hier mal, man kann, ja, ausnahmsweise kann ich das mal wirklich auf den ganzen Schreibtisch hier ausbreiten, weil ich habe auch Bilder, die so mega groß sind. Ich zeige euch auch gleich mal meinen Falten, damit ihr seht, wie weit ich da bin bei der Arbeit. Hier ist also wirklich kristallklar. Schon auch ein paar unterschiedliche Farben, also so ein bisschen Konfetti hier so auf der. Ja, also viele Symbole, wir brauchen hier nicht großartig, wir müssen immer mal wieder die Farben wechseln. Und ziehen wir noch hier die Farben. Hier seht ihr zum Beispiel da löst sich so eine kleine Ecke. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, das kommt halt durch den Transport. Und wenn ich es da oder hier, könnt ihr auch mal gucken, da. Ja. Und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, gerade am Anfang nochmal mit dem hier drüber, mit dem spitzen Fingernagel oder wie gesagt Nudelholz oder irgendeine Rolle, die ihr gerade habt, könnt ihr dann nutzen und einfach ein bisschen aufpassen und dann passiert hier auch nichts mehr. So, jetzt haben wir mal beide Seiten. Also ja, ich gebe zu, es ist ein bisschen schwierig hier irgendetwas zu erkennen. Aber muss ja auch nicht sein, wird ja dann passieren, wenn man paintet. Dann werden wir sehen, was da rumkommt. Und wie gesagt, hier ist der untere Teil, also hier ist so eine, das ist die hier, diese, ist das ein Schwanzfluss? Das ist der Rest vom Feder. Ne? Hier haben wir die weiße Feder hier unten, könnt ihr hier sehen. Hier sind so ein paar Wellen. Da bin ich riesig gespannt, wie das Bild aussieht, wenn es fertig ist. Das lasse ich euch dann natürlich auch. Könnt ihr natürlich auch mitgucken. Und jetzt machen wir das hier wieder schön drauf. Aufbewahren tue ich es. Zeige ich euch gleich. Bin ich mal bei unserem großen Händler mit A einkaufen gewesen. Und habe mir Hosenbügel bestellt. Die finde ich total genial, Hosenbügel, damit die Bilder aufzuhängen, weil die Hosenbügel halten auch, wenn man ein großes Bild aufhängt. Und man kann es hängen. Man muss es nicht wieder einrollen. Und ja, wer ein bisschen gewitzt ist, ich bin da mal Mund macht erfinderisch, habe ich also von meinem, ja, genau, der Kameramann zeigt schon. Ich habe also vom Badezimmer einen Handtuchhalter einfach mir besorgt und habe hier die Hosenbügel und hänge dann hier die Bilder an Hosenbügel und kann die dann hier oben, da ist so dreiteilig oder zumindest war es mal dreiteilig, es ist immer zweiteilig, deswegen habe ich es auch zweckentfremdet und habe es hier unten hingehangen. Auch für fertige Bilder oder halbfertige Bilder kann ich dann hier wirklich mal aufhängen und muss sie nicht auf den Boden legen, sie verstauben praktisch mehr. Ja, und auch hier mein Schrank wird einfach noch mit. Und hier seht ihr gerade mein aktuelles Bild, auch von Evermoment. Auch von Evermoment, du musst aufpassen. Der Kameramann, ne, der hat hinten keine Augen. Auch von Evermoment. Oh, hier sehe ich gerade die Fischensteinchen. Ja, und damit bin ich auch total, weil es personalisiert ist, da bin ich total zufrieden mit. Und also wie gesagt, die hier sind von Diamond Painting Deutschland, wer wahnsinnig gerne mit Konfetti arbeitet. Josephine Woll, was haben wir hier? Bubble Flower, 90x27 mit 225 Farben und ich habe da hinten eins fertig. The Spirit of the Flight, das hatte 275 Farben und ist die ist in der Größe, jetzt muss ich ein paar gucken, das ist aber genau so groß wie dieses hier, ist in der Größe 1,75 m. Genau. Also wer gerne Konfetti macht, der hat damit sicherlich seinen Spaß. Ich wollte aber das Bild noch ausmessen. Und zwar wollen wir mal schauen, ob dieses Bild wirklich 50x70 ist. Wir gucken mal hier oben. Ja, also hier ist dieses Bild 50x70 und nicht die Leinwand, weil die Leinwand würdet ihr hier sehen, die ist 55, ja 54,5. Und dieses Bild ist also tatsächlich auch das, was angegeben ist, 50 mal
70. Ihr seht. Und die Leinwand total wäre fast 80. Also von dem her gesehen, bei Ever Moment sind die Bilder genauso wie angegeben und nicht ist keine Leinwandgröße, sondern ist die tatsächliche Bildgröße. Ja, ihr Lieben, ich begebe mich jetzt wieder ans Painten. Hoffe, euch hat das einigermaßen Spaß gemacht. War mein erstes Video. Ich bin mal gespannt, ob ich noch mehrere Videos machen kann, will oder wie auch immer. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Steinchenkleben und wir sehen uns. Tschüss!